Märchenhaft wurde es bei den diesjährigen Figurentheatertagen bei den Vorstellungen für Kinder. Der Förderverein Figurentheater e.V. und das Kulturteam der Stadt Dülmen präsentierten Märchen der Gebrüder Grimm. Ja, wir haben in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass wir für die Kinder- und Familientheaterveranstaltungen ausschließlich Märchen in diesem Jahr dabei haben. Wir haben also sozusagen ein Märchenjahr. Am Freitag, den 4.11., startete das Figurentheater Lille Kartoffler mit dem Stück Rotkäppchen, das eigens für Dülmener Kindergärten aufgeführt wurde. Für die Kinder ein Erlebnis, denn sie durften im Stück mitwirken und zum Beispiel der Großmutter das Bett richten. Ich spiele seit 1981, das ist also schon lange her. Und mein Standbein ist das Solotheater. Ich bin allein Puppenspieler, Erzähler, Fahrer, Techniker, Puppenbauer, habe aber eine große Schar von Helfern um mich herum. Mein Eindruck ist, dass das Interesse am Medium Figurentheater stetig wächst. Rotkäppchen soll der Großmutter Kuchen und Wein bringen, das kennt man, und begegnet natürlich dem bösen Wolf im Wald. Die Figur des Wolfes erstellte Figurenspieler Matthias Kuchter selbst. Die Großmutter. Wo wohnt sie denn, die Großmutter? Ich stelle viele Figuren selbst her, also in meiner eigenen Werkstatt, arbeite aber sehr gerne mit einer Künstlerin, Mechthild Nienaber, die viele Figuren für mich baut, schon auch seit vielen Jahren. Hier in dieser Inszenierung hat die Mechthild die Mutter gebaut, die Großmutter und das Rotkäppchen. Der Wolf, dieser Bösewicht, der ist aus meiner Produktion. Der Wolf frisst die Großmutter, ein Fall für Rotkäppchen. Sie holt den Jäger. Ende gut, alles gut. Der Wolf stirbt und Großmutter wird befreit. Für die Kinder war die Aufführung wieder ein Erlebnis. Backsteine, nein, Wackersteine. Das war sehr schön, das Stück. Eine tolle Aufführung. Wie ist das bei den Kindern angekommen? Die fanden das ganz toll. Besonders toll fanden sie, dass sie so immer auch mit einbezogen wurden in das Stück und selber ein bisschen tätig werden durften. Was war das schönste im Märchen? Das mit dem Wolf. Bei dir? Das mit dem Wolf. Bereits der Start der Figurentheatertage am Donnerstag bescherte den Organisatoren ein volles Haus. Sie gehen davon aus, dass sich auch zu den anderen Vorstellungen viele Zuschauer einfinden werden.